Hi, ich bin der Alex, bin 21 Jahre alt und studiere im vierten Semester hier an der Uni in Mainz Publizistik im Haupt- und Wirtschaftswissenschaften im Beifach. Hey Alex, grüß dich. Du kennst unser Format, wir starten immer mit einem Fragenhagel. Bist du bereit? Bereit. Hat Publizistik einen NC? Ja, Publizistik hat einen NC. Der lag in den letzten Jahren immer so zwischen 2,1 und 2,4. Wie lange dauert dein Studium? Also Regelstudienzeit sind 6 Semester, also insgesamt 3 Jahre. In 3 Wörtern, wie würdest du die typischen Publis beschreiben? Aufgeschlossen, gesellig und hilfsbereit. Und die typischen Publi-Dozierenden? Auf jeden Fall auch sehr hilfsbereit, motiviert und fair. Entweder oder, ist dein Studium eher Theorie oder eher praxislastig? Eher theorielastig. Und was gefällt dir in deinem Studium am besten? Also am meisten mag ich es eigentlich, wenn wir in den Seminaren die ganz verschiedenen Gruppenarbeiten machen, sei das jetzt für Referate oder für Projektberichte, weil ich finde, da hat man wirklich die Möglichkeit, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, die man so vielleicht anders nicht kennenlernen würde. Und der Punkt, der dir nicht so gut gefällt? Also eigentlich gefällt mir alles. Ich würde mir nur manchmal wünschen, dass das Studium vielleicht ein bisschen praxisnäher wäre. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was Publizistik konkret betrifft. Aber ich glaube, das sind auch für andere Studierende in anderen Fächern, die würden sich das auch manchmal wünschen. Gleich mehr Tiefgründiges zu deinem Studiengang. Hier erstmal ein paar Fakten. Warum hast du dich denn dafür entschieden, Publizistik zu studieren? Also was war der Punkt, an dem du dachtest, okay, ja, das will ich machen? Ich habe mich schon immer total für Journalismus interessiert und könnte mir wirklich auch gut vorstellen, später mal in dem Bereich zu arbeiten. Nach dem Abi, als es dann darum ging, was ich jetzt wirklich studieren will, war ich mir aber nicht sicher, ob ich mich voll und ganz so darauf einschließen will und mich nur darauf konzentrieren will. Und dann bin ich irgendwann über Publizistik gestolpert und das ist einfach perfekt für mich, weil man mit dem Bachelor in Publizistik eben total viele Möglichkeiten hat. Man kann Journalismus, also in Journalismus gehen, aber man kann auch ganz, ganz viele andere Sachen damit machen. Was erwartet einen denn inhaltlich so im Studium? Also in den 6 Semestern bekommt man erstmal einen Überblick darüber, was man später damit machen kann, also über die verschiedenen Berufsoptionen. Dann schaut man sich die Forschung an, man lernt, wie man Statistiken und Daten auswertet und die richtig analysiert. Man lernt, wie man eigene Befragungen und eigene Inhaltsanalysen durchführt. Und neben dem ganzen Theoretischen muss man dann auch ein 12-wöchiges Pflichtpraktikum absolvieren. Okay, das klingt spannend. Gibt es irgendwelche Eigenschaften oder ein Vorwissen, was man am besten mitbringen sollte? Ausdauer. Also man muss viele Texte lesen und auch schreiben. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Also in den ersten beiden Semestern schreibt man noch Klausuren und später sind es dann nur noch Hausarbeiten und Projektberichte und das kann schon manchmal an die Konsistenz gehen. Also da muss man wirklich manchmal durchziehen. Wie geht es denn eigentlich weiter, wenn man den Bachelorabschluss in der Tasche hat? Also hier in Mainz hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, einen Master zu machen. Es gibt 3 Masterstudiengänge. In meinem Fall sind es 4, weil ich noch Wirtschaftswissen im Beifach habe. Dann kann man noch Medienmanagement studieren. Und ansonsten, wie gerade eben schon gesagt, stehen einem total viele Türen offen. Also man kann in Journalismus gehen, man kann in die Werbung gehen, man kann in die PR gehen. Also da ist man total breit aufgestellt. Viele Studierende aus dem Medienbereich machen danach im Studium eben auch Volontariate und gehen dann da in die Richtung. Und was möchtest du später machen? Bin ich noch nicht ganz sicher. Ich bin am Überlegen, so Journalismus. Also das ist momentan noch wirklich das, wofür ich mich interessiere. Ich habe auch einen Nebenjob beim ZDF. Also da würde ich schon gerne mal weitermachen. Okay, das klingt doch wirklich nach einem weit gefächerten Studiengang mit vielen Berufsmöglichkeiten. Und ich meine, der Standort Mainz hat ja auch mit dem ZDF direkt um die Ecke einiges zu bieten. Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, hast du noch einen Medienwitz für uns parat? Ja, aber erwart nicht zu viel. Eigentlich bin ich gut in Witzen. Fragt einen Reporter, einen Passanten, worin sehen Sie das Problem der heutigen Gesellschaft? Zu wenig Wissen oder zu wenig Interesse? Sagt der Passant, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Okay, der war jetzt gar nicht mehr so schlecht. Dann dir vielen Dank, Alex. Ich hatte Spaß und ich wünsche dir natürlich noch weiterhin viel Erfolg bei deinem Studium. Dankeschön. Schreibt ihr uns doch gerne mal in die Kommentare, welches Studienfach ihr als nächstes im Quickcheck sehen möchtet. Und bis dann!